Das, was wir heute erleben, war noch vor kurzem nur eine Idee. Die Zeiten reichen sich die Hände in diesem Augenblick. So zahlreich erschienen sind und damit natürlich auch der Bedeutung dieser Veranstaltung und der Eröffnung unseres Café Heimat in Moorbach die Anerkennung zollen. Die Lola in Gold geht an den Produzenten Christian Reitz, Edgar Reitz, Filmproduktions GmbH für Die andere Heimat in der Regie von Edgar Reitz. Die andere Heimat, Chronik einer Sehnsucht, Drehbuch von Edgar Reitz und Gerd Heidenreich. Ein Acker bei Schabach, Anfang Mai. Jakob und seine Mutter arbeiten auf dem Acker. Sie sind beim Vereinzeln von Futterrüben und Ausrupfen von Unkraut. Am anderen Ende des Feldes ist die dunkle Gestalt des Onkels zu sehen, der sich um die Kühe kümmert. Jakob, das müsst ihr euch so vorstellen, Mutter. Da ist der Acker 500 Mal größer als wir und es gibt kein Winter. Die können zweimal im Jahr Korn und Weizen und Mais abmachen. Im Rio Grande. Aber am allergrößten ist der Wald im Norden. Nicht 100, nee, 1000 Mal größer wie der ganze Hunsrück. Margarete, mir wird ganz anders das, wenn ich dir in die Augen gucke. Du bist, da ist etwas in deinem Blick, Jakob. Ich weiß nicht, woher du das hast. Die Lola für das beste Drehbuch geht an Edgar Reitz und Gerd Heidenreich. Ja, die Regel gilt ja, dass bei Zweien nur einer reden kann und Edgar hat mich gebeten, das zu übernehmen. Ich freue mich sehr, dass das Drehbuch ausgezeichnet worden ist und ich danke vor allem dem Mann, der neben mir steht, denn er hat mich ins Boot geholt und er hat aus diesem Drehbuch, unserem Drehbuch, einen großartigen Film als Regisseur gemacht. Oh Gott, ist das aufregend. Die Lola für die beste Regie geht an Edgar Reitz für die andere Heimat.
das Schönste, was passieren konnte. Wirklich, das Allerschönste. Ich danke und ich bin so froh, dass ich nicht alleine bin und dass die Leute, die mir den Film überhaupt ermöglicht haben, da sitzen, meine Schauspieler. Sie haben den Geist dieser Geschichte in die Wirklichkeit getragen. Und dann danke ich dafür, dass ich nicht allein sein musste bei dem, was Sie gesagt haben, was zur Regie gehört, dass man nach innen blickt. Und da war ich nie allein, weil Salome Kammer, die meine Hauptdarstellerin war, über mehr als 50 Stunden Film und jetzt sogar meine Regieassistentin. Und ich danke, Salome, dass du mich nie allein gelassen hast. Danke.